Wir haben uns in einer Hinsicht relativ schnell geeinigt, dass es darum geht, wie kann man die Lehre an Hochschulen aufwerten durch Digitalisierung. Wenn man die Angebote sich anschaut im Bereich der Plattform bei Coursera, bei Udacity, bei edX und wie sie alle heißen, dann findet man natürlich da immer sehr interessante, gut aufbereitete Sachen. Aber man könnte sich irgendwann auch die Frage stellen, die BBC, die macht doch auch klasse Dokumentation. Die können doch genauso als Bildungsanbieter auftreten. Und da sind wir genau an dem Punkt, den wir verhindern müssen. Das Hochschulforum Digitalisierung sollte dafür sorgen, dass die Universitäten in der Erwartung, macht in dieser Richtung etwas, was die Tradition der Universität mit der Moderne verbindet, unterstützt werden und sorgt nicht dafür, dass außerhalb der Hochschulen Plattformbetreiber Fuß fassen, die sich mittelfristig dann zu einer ernsthaften Konkurrenz für diese Art der akademischen Bildung zu entwickeln beginnen. Man meint ja immer, dass der Digital Native des 21. Jahrhunderts diese klare Erwartung hat, wenn ich an die Universität komme, dann muss alles elektronisch sein. Ja, natürlich muss da viel elektronisch sein, aber die wollen doch nach wie vor auch ihre Professorin oder den Professor kennenlernen, die wollen mit dem auch mal diskutieren, mit dem in einem Raum sitzen und das macht ja auch die klassische Seminarqualität aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine signifikante Zahl von Menschen, die an wirklich akademischer Lehre interessiert sind, gibt, die sich eine Universität des 21. Jahrhunderts in dieser, es muss nicht unbedingt anonym sein, aber in dieser etwas von Personen entfremdeten Welt vorstellen wollen. Ich glaube, das ist ein Stereotyp, das sich so ein bisschen in der ganzen Diskussion festgesetzt hat. Wir stehen vor vielen Anspruchsgruppen von hohen Anforderungskatalog, der das, was die Universität vor 30 Jahren gemacht hat, fast wie ein bescheidenes Programm dastehen lässt. Es ist viel, viel mehr geworden. Die Digitalisierung ist aber etwas, das querläuft dazu. Also es ist jetzt nicht nur etwas, was man noch oben drauf setzt, sondern da muss man eigentlich fragen, wie kriegt man Digitalisierung in dieses ganze Programm oder Neudeutsch Portfolio integriert, sodass man davon auch etwas hat und es nicht nur noch eine weitere Zusatzarbeit ist. Also das, glaube ich, ist eine Frage, die viele Universitäten und Hochschulen umtreibt, weil sie Angst davor haben, jetzt auch noch Doppelstrukturen aufbauen zu müssen und vor allen Dingen eben auch die Sorge haben, wie kriegen wir das nachhaltig überhaupt hin?